aber eben als Löschspitze. Bernhard als bezeichnet. Von der Feuerwehr der Jettin. Die Fahrzeuge von Wils, auch damals gab es schon ein bisschen eine Ähnlichkeit im Wartegau. Es gab noch keinen festen Norm, das hat man wieder mal gemacht, was man wollte. Hier unten gab es von der Feuerwehr auf der Bayern. Hier ist bereits mit einer aufgebrochenen Masche, hinten wo die großen Wolken der Masse geworden sind. Die Wartung auch teilweise schon zum Wasserbein gefallen hat mit 400 oder 600 Meter. Und auch nach Hölz. Nächste Brandungsspitze. Und jetzt auch schon mit einer Leiter. Also anscheinend haben wir mal Hölz schon ein paar Hölzer da, wo man Leiter drauf kann. Die damals noch drei Korridoren München waren motorisiert, 1927. Da sind die Größen bereits. Und hier die Kameraden aus Ulm, da, wo diese ganzen Regierungsfahrzeuge quasi auch gebaut und hergekommen sind. Jetzt bin ich noch in der Sonne, aber 500 Jahre da. Hier haben sich meine oder das H ist jetzt ein Kraftleiter, 18 Meter, über auch nur 8 Meter gezogen, aber später den Aufbau. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Text. Aus dem Volksmuseum Hilden und auch in Bad Württemberg haben wir ähnliche Jahre gehabt, haben wir ähnliche Hände gehabt, die Württemberg sind vorgehalten, nicht auf die Weiße geworden, aber wir bleiben auch da ein weißer Hedebusch. Die Hauptkühler von einer Fachdrehleiter. Auch die Leiter ist nachgerüstet, die haben Fahrzeuge rausgekommen. Die Fahrzeug ist von 1930 die Leiter war. Okay. Nein, die ist wieder gebaut worden. Was wollen wir da fahren? Und nun als Fachkühler wieder in der Virus. Ja, man, das ist doch ein Abnehmer, aber die Farbe Rot hat sich bei den Feuerwehrleitern sehr deutlich. Rot war eigentlich schon immer Feuerwehr, dann rot gemacht. Jetzt werden wir auf Kappen setzen wollen, das ist hinten bei den Sprinter. Ja, da ist der Sprinter, wo es ausgeht, oder? Nun aus Österreich, von der Feuerwehr Seemel, ein Auto 4.